Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren Tagesbotschaften für die kommenden 2 Tage. Für heute und für morgen, egal wann du das Video schaust, dann gilt es für dich. Wir schauen natürlich in die Überschriften, ich ziehe dafür 3 Karten aus dem Lennemore-Kartendeck und heute gibt es wieder die Krafttiere. Ich ziehe 2 Krafttiere, du darfst dich entscheiden, vielleicht jetzt schon mal, ob du das erste oder zweite Krafttier haben möchtest. Und ich sage es auch immer wieder, nehmt es manchmal auch einfach für euch, wenn es euch dann gut tut, für die ganze Woche als Begleiter. Und ja, schaut einfach, was es euch auch zeigen und aufzeigen möchte. Ne? Ganz interessant auch. Also gleich dürft ihr wählen, ob ihr das erste oder zweite Krafttier haben wollt. Vielleicht entscheidet ihr euch jetzt sogar schon, ob es die erste oder zweite Karte sein darf. Aber jetzt mischen wir erstmal die Lennys und gucken, was wir da für Hauptüberschriften haben. So, dann machen wir mal wieder meinen obligatorisch schönen Fächer hier. So, und dann ziehen wir mal 3 Karten jetzt. Na, die soll es sein. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Da haben wir die Fische. Da haben wir den Anker. Und das Kleeblatt. Wow, wie schöne Karten heute. Nicht, dass wir sonst schlechte Karten haben, aber die erfreuen mich gerade schön. Ja, die Fische stehen für die Fülle, für die emotionale oder die finanzielle Fülle. Dann auch noch der Anker dazu. Das kann beruflich sein, dass man hier wirklich jetzt beruflich gesehen endlich hier mal mehr Geld bekommt. Ne? Also vielleicht Gehaltserhöhung, vielleicht aber durch einen neuen Job oder halt durch einen neuen Positionswechsel oder in der Selbstständigkeit, dass man ja wieder Kundenaufträge hat, dass es vorwärts geht, ne? Dass im Endeffekt hier wieder das Geld auch fließen darf. Ne? Und das plötzlich, das Kleeblatt ist das kleine Glück, das Wachstumsglück, das kennt ihr von mir schon. Das ist das Alltagsglück, womit wir leben können, womit wir überleben können. Und das sollten wir immer ganz doll, ja, was heißt festhalten, aber wir sollten es auf jeden Fall wertschätzen, weil so kann es wachsen. Ne? Wenn wir großes Glück haben, wir haben also zweimal eigentlich finanzielle Karten hier auch, also Geldkarten auch. Das große Geld, das ist nicht so in der Wertschätzung oftmals. Ne? Das Kleine, darauf bauen wir auf und deswegen ist das kleine Glück ganz wichtig. Und für mich heißt es hier wirklich, wenn es beruflich gesehen oder mit Geldern allgemein zu tun hat, können auch Behördengelder sein, dass hier endlich was schnell kommt, schneller als ihr denkt. Ne? Was hier vielleicht wirklich euch auch mal zugesprochen wurde. Ne? Vielleicht auch Gehaltserhöhung, Bonus etc. Oder durch einen neuen Job hier auch neue Möglichkeiten sich auftun. Und ihr auch voll im Glück hier dann auch seid. Wenn wir wirklich das beruflich jetzt hier sehen mit dem Anker, habt ihr hier auf jeden Fall die Stabilität mit dem Glück. Also wenn ihr Entscheidungen zu treffen habt bezüglich auch neuem Job und ihr seid, denkt euch, weiß ich nicht, auch so, auch wenn es vielleicht mehr Geld gibt, ihr habt das Glück an eurer Seite, das Wachstumsglück. Also ihr könnt hier aufbauen. Klar, in einem neuen Job oder wenn man Selbstständigkeit anstrebt oder sein Hobby zum Beruf macht, dann ist natürlich immer die erste Phase anstrengend. Man lernt ja dazu. Aber letztendlich zählt das Wachstumsglück und da bleibt ihr in der Freude. Also beziehungsweise baut auf der Freude auch auf und auf euer Glück dann halt. Ne? Auch wenn der Weg manchmal ein bisschen natürlich mit Lernfaktoren und vielleicht manchmal auch mal unbequemer ist, wenn man was Neues lernen muss. Aber das ist das Leben halt. Ein Leben ist Veränderung. Aber ich finde es ganz schön, weil letztendlich sind die Karten, auch wenn wir emotionale Fülle auch sehen, wir sind hier in unserer Verankerung auch, ne? Wir sind gut zu uns, wir mögen uns mehr, wir gehen mehr in den Halt, in die Stabilität, ne? Durch die emotionale ja, Fülle halt. Und die kann aus dem Außen kommen, die kann auch durch Personen kommen, durch Situationen kommen, die uns wirklich hier gut tun, wo wir wirklich in 2 Tagen sagen können, ich bin froh, dass ich so tolle Menschen um mich herum habe. Ich bin froh, dass ich bei mir bin. Ich bin froh, dass ich meine Themen angeschaut habe. Ich bin froh, dass ich einen Partner, Partnerin habe, ne, wo es hier noch mal enger wird, wo es wirklich ich in den 2 Tagen aufgezeigt bekomme, dass das mein großes Glück hier ist. Diese Kombination ist das große Glück, weil es ist das Lebensglück hier auch. Ne? Das muss man auch dazu sehen. Wenn man eine Verankerung mit jemandem hat, wenn man irgendwo Liebe spüren darf, mit einer Verankerung, also mit einer ganz großen, festen, hohen Ebene, wie ich das jetzt mal einfach so sagen möchte, dann ist das hier Glück pur und das darf man hier nicht gehen lassen. Ne? Natürlich entscheidet ihr, aber darauf kann man aufbauen, ganz viel.
Ob man zusammen was auch aufbaut oder ob man für sich was aufbaut dadurch, dass man gestärkt ist, dass man vielleicht auch einen neuen Job angehen kann, ne? Weil man einfach auch diesen Halt hat, weil man auch vielleicht finanzielle Möglichkeiten hat, ne? Mit dem Glück. Vielleicht gab es hier Ängste in der letzten Zeit, ob man was Neues starten soll, beruflich gesehen auch. Du hast hier wirklich das Glück bei dir, also das Glück hier bei dir mit dem kleinen Wachstumsgeld, aber du hast das große Geld auch bei dir, ne? Und wie gesagt, alles ist ein Prozess und natürlich lernen wir jeden Tag. Das ist auch ganz, ganz ultra wichtig. Aber ich finde auf jeden Fall meine Verankerung, egal ob es emotional oder finanziell oder materiell allgemein zu sehen ist. Es ist auf jeden Fall, haben wir hier ganz, ganz tolle Karten und ich bin gespannt, was wir dann auf jeden Fall jetzt gleich noch für Karten bezüglich der Krafttiere haben, die uns dann unterstützen. Noch dazu, ich mische die Karten hier auch und dann ziehe ich uns natürlich auch zwei Karten. So, bin ich ja mal gespannt. So, dann nehmen wir das noch, das Krafttier und dies Krafttier. So, die lege ich mal ein bisschen höher hier, dann könnt ihr, glaube ich, auch ganz gut sehen. So, und dann schauen wir uns das erste Krafttier an. Was haben wir da? Die Katze, die Unabhängigkeit, ja? Und so ist es ja auch, ne? Wenn wir finanziell hier wieder in der Stabilität sind, wenn wir das Alltagsglück damit auch letztendlich wieder aufbauen können, ne? Weil vielleicht Gelder halt knapp waren und, ne? Ist das jetzt ein Signal? Ja, es gibt uns Unabhängigkeit. Und wir haben jetzt im Lendemort, die 25 ist die Vertragsverbindungskarte. Ne? Das ist für mich hier auch nochmal hier gepaart hier mit dem Anker auch. Also es kann ja wirklich was beruflich sein oder Gelder halt, die kommen, die euch zugesagt wurden, ne? Die versprochen wurden und, die euch wieder hier in die finanzielle Abhängigkeit wollte ich gerade sagen, nein, in die finanzielle Unabhängigkeit bringen. Habe ich es euch eigentlich gezeigt, die Karte? Die kleinen zeige ich ja nicht, aber die großen an sich schon. Ich weiß jetzt gar nicht, aber egal, ich habe es jetzt nochmal gezeigt, sonst doppelt gemoppelt. Jetzt hat mich diese Unabhängigkeit und Abhängigkeit hat mich gerade so ein bisschen verwirrt. Deswegen, also Unabhängigkeit wieder leben, ne? Und wie schön ist das auch, wenn wir auch emotionale Fülle, auch zu uns selbst, wenn wir in die Stabilität kommen, wenn wir mit uns im Reinen sind, ne? Dann ist das auch nochmal, wenn wir wirklich hier unser kleines Glück auch wirklich jetzt auch festhalten, also ich habe ja vorhin schon gesagt, festhalten ist das falsche Wort, aber darauf aufbauen, das möchte ich immer wieder sagen, aufbauen, wertschätzen, dann können wir hier ganz viel Unabhängigkeit leben, ne? In Verbindung wirklich mit der auch bekommt auch Liebe, auch wenn wir jetzt keine Liebeskarten haben, aber trotzdem ist es ja so, wenn ich eine Verankerung habe, habe ich zu Herzensangelegenheiten. Ob das jetzt zu Menschen sind, zum Job oder wirklich zur Situation noch ist, es ist trotzdem eine Verbindung auf jeden Fall da. Und die Verbindung ist doch total schön, die auch zu leben im Glück, weil wenn ich natürlich eine Abhängigkeit habe, auch emotional, ist das hier nicht das Glück, weil dann fühle ich mich eingeengt. Hier ist aber eine ganz starke Verbindung, hier doppelt angesagt, die mich trotzdem frei lässt. Und das kann, wie gesagt, in der lieben Liebe sein, es kann aber auch im Job sein, ne? Dass das halt wirklich, dass ich meinen Verantwortungsbereich im Job habe, aber auch die Liebe wirklich super leben kann, eine super Verankerung habe, ein super Zugehörigkeitsgefühl habe, aber trotzdem keine Abhängigkeit habe. Sprich, ich werde nicht klein gemacht oder so, ne? Oder ich muss nicht funktionieren, sondern es ist alles auf Augenhöhe halt auch. Und trotzdem ist man ganz stark verbunden, ne? Und trotzdem darf man noch wirklich Persönlichkeit, sein Individuum auch selbst leben. Das finde ich auch ganz toll in dieser Kombination. Also wunderschöne Karten, die wir wirklich jetzt heute auch haben. Nicht, dass wir sonst andere haben, aber das finde ich echt ganz toll. Unabhängigkeit, ja? Das ist einfach der Konsens daraus. Jetzt haben wir uns noch die zweite Karte. Oh, die Ente. Die Nummer kann ich nicht ins Lendemort übertragen, die 45. Sensibilität, ja, Gefühle, Glück, Verankerung, ja, das ist also alles Gefühle, ne? Sensibel sein, ne? Ich finde es total schön, dass man hier mit sich im Reinen ist, ne? Man ganz viel Sensibilität auch für sich spüren darf auch, ne? Zu sich finden darf und ich sage ja auch immer so, ne, nicht mit der Tür immer ins Haus fallen, ein bisschen sich auch mal anpassen, auch mal andere Meinungen, andere Menschen vielleicht auch akzeptieren. Und gerade wenn man auch eine Verankerung lebt, ne, also in einer Beziehung ist
und wirklich das Altersglück jetzt auch nochmal hier gespiegelt bekommt, dass es wirklich alles hier super ist, ne? Also wenn wir jetzt auf Personen das münzen, dann ist es vielleicht hier auch wirklich ein Hinweis, manchmal vielleicht auch mal 5 Grad sein zu lassen, manchmal vielleicht wirklich da nicht mit der Tür ins Haus fallen, manchmal ein bisschen sensibler dran gehen, manchmal ein bisschen wertschätzender sein, manchmal vielleicht nicht alles als selbstverständlich annehmen, sondern mal auch mal zwischen den Zeilen auch zu lesen, zu sehen, manchmal auch vielleicht Personen, Situationen mal von einem anderen Blickwinkel zu betrachten, ne? Einfach ein bisschen mehr hier sensibler sein. Und ich glaube auch, mir kommt das Wort Dankbarkeit auch nochmal in diesem Zusammenhang. Ne? Wenn ich diese Karten halt sehe, so alleine würde es mir natürlich zu der Ente hier, zur Sensibilität nicht einfallen. Aber hier heißt es wirklich, hier ist was im Kommen. Ob es jetzt finanziell ist oder emotional, hier ist wirklich Wachstumsglück. Du kommst wieder wirklich zu dir und du kommst auch in deine Balance halt, auch in deine Stabilität allgemein. Du wirst hier letztendlich auch schnell auch wieder in diesen Fluss auch kommen. Wichtig ist dann vielleicht auch nochmal die Sensibilität, um, ja, wenn man vielleicht noch andere Menschen da mit einbringen muss oder vielleicht informieren muss oder, das hier alles feinfühlig zu machen, wenn man auch einen Job vielleicht wechselt, ne, oder halt einen Umzug anstrebt oder wirklich jetzt so viel Glück erfahren darf, was vielleicht andere nicht erfahren dürfen derzeit, da vielleicht auch ein bisschen sensibler dran gehen und nicht jedem das oder so hinaus posaunen, dass man andere vielleicht, was heißt verletzen kann, ne? Jeder sollte seines Glückes Schmied sein, aber manchmal kann man auch sensibler sein, wenn man genau sieht, ne, dem Gegenüber XY geht es jetzt nicht so gut, da brauche ich jetzt nicht zu sagen, ich habe hier die Fülle mit der Verankerung, der Plötzlichkeit, mit dem Altersglück, mit dem Wachstumsglück, ne, zum Beispiel jetzt. Ne, ihr wisst, was ich meine, auf eure Situation gemützt. Vielleicht kann man dann einfach sagen, ja, mir geht's gut, Punkt. Ne? Manchmal muss man ja nicht angeben, ist jetzt für mich das falsche Wort hier. Ne? Für mich ist einfach hier vielleicht einfach ein bisschen feinfühliger und seine Freude zwar zu teilen, da habt ihr ein gutes Recht drauf, aber man kann alles auch ein bisschen wohl dosiert, wie ich es oftmals auch in meinen Trainings sage. Ihr Lieben, ich wünsche euch zauberhafte 2 Tage und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Tagesorakel wiederhören. Bis dann. Tschüss.